Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute bei der Freiwilligen Feuerwehr in Röttgesbüttel. Das sind wir! Freiwillige Feuerwehr Röttgesbüttel zum Schaumangriff zur Unterstützung von Feuerwehr Willi vor! So, Markus und Dennis bauen hier gerade den Schaumblitz zusammen. So, nur mal, dass ihr es mal sieht. Normalerweise kann man das, wenn man vorgeht, noch so um die Schulter nehmen. Okay. So. Super. Jetzt sollten wir schon mal richtig Schaum sehen. Was habt ihr jetzt eingestellt? Bitte rüber. Kleinste Menge. Kleinste Menge. Wir machen mal, was wir brauchen, 3% ungefähr. So. Das ist schon richtig ein Schaum, ne? Damit kann man schon mal einen Pkw-Brand löschen. Ne, für Brandklasse B. Wie viel, machen wir ein bisschen mehr noch? Also das ist Schaum. Ne? So muss er halt aussehen. Vielleicht ein Tick weniger. Das kannte ich jetzt selber auch noch nicht. Das Teil muss ich sagen, super. Ne? Okay. Das ist halt Mittelschaum. Ne? Kennt viele von euch, aber so könnt ihr mal eine Wurfweite sehen. Ne? Also ich sag mal so 1, 2, naja, ich sag mal 4 Meter und dann ist aber auch Schluss mit, ja, mit der Wurfweite. Okay, super. Kommen wir zu den nächsten. Danke. Kleiner Tipp auch, den Zumischer kann man hier, weil wir jetzt einen Zumischer einbauen, mit einem Meter C-Schlauch, ne, kann man sich mal besorgen. Vorteil ist, dass derjenige, der den Verteiler bedient, auch gleich den Zumischer mit bedienen kann. Ne? Spart man schon wieder eine Person durch einen kurzen Schlauch. Ne? Zumischer, denkt man an den Pfeil, super. Und den D-Saugschlauch, der kommt in den Schaummittelkanister rein und wird in den Zumischer reingedreht. So, die Zumischrate wird dann hier eingestellt. Jetzt aktuell haben wir bei, na, ich sag mal, ich würde jetzt mal 2,5% mal einstellen, so 3%. So, ihr seht, dieser blaue Kanister, nicht, dass euch wundert, ist halt der Übungsschaum. Ne? Normalerweise sind das diese gelben 20 Liter Kanister. Ne? Aber wir wollen jetzt ja euch was zeigen und das machen wir halt mit Übungsschaum. Gut. Jetzt, achso, jetzt haben wir Schwerschaumrohr. Schwerschaum stellen wir natürlich auch ein bisschen weniger ein. Deshalb war es auch auf 1% wahrscheinlich. Und jetzt haben wir das Schwerschaumrohr dran. Wir haben jetzt hier Hendrik und René. Die zeigen uns jetzt mal richtig, wie das hier mit dem klassischen Schaumangriff mit Schwerschaum erstmal geht. Was macht? So, man sieht die leichte Zumischrate von dem Schwerschaum. Aber hat eine ordentliche Qualität, muss man sagen. Ne? Schöne Wurfweite. Finde ich auch super. Klassisch, aber effektiv. Super. Wie viel Bar haben wir jetzt? 6 Bar sind das jetzt? 6? Ja. Also unter 5 sollte man auch das nicht fahren, ne? Okay,
Ich würde sagen, wir tauschen mal nur vorne das Rohr, okay? Wasser halt! Wasser halt! So, Mittelschaumrohr. Es fehlt noch Druck. Sechs mal. Wir sehen, wir haben hier eine Druckanzeige. So, jetzt, also unter 5 Bar sollte man nicht sein. Und jetzt sieht man auch 1A Schaum, ne? Können wir mal rechts rüber. Das ist super, ne? Also, der fliegt auch nicht so schnell weg. Ja. Okay, wir sagen reicht, ne? Während die Jungs die abbauen, hoffe ich, es hat euch ein bisschen geholfen, dass ihr ein bisschen Unterschiede gesehen habt zwischen Netzmittel und Schaum. Ja, die Kameraden hier in Röttgensbüttel sind topfit. Also ich bin begeistert, was sie hier so eben mal schnell machen. Und das Material, was wir dabei haben, ist auch super. Ja, schönen Dank an den Gruppenführer, super Mannschaft und bis zum nächsten Video, ne? Euer Feuerwilli, bis dann. Wir sind in der Freiwilligen Feuerwehr in Röttgensbüttel bei Gifhorn. Und ich hatte hier beim Vorbeigehen was gesehen, erstmal so eine Infotafel. Da habe ich gerade überlegt, das mache ich bei uns auch, glaube ich mal. Endlich mal ran. Weil es ganz interessant, hier sieht man ein bisschen was. Und Michael, vielleicht kannst du mal was sagen, ihr habt ja Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr. Genau. Die Löschteufel habe ich hier gerade gesehen. Und hier sieht man wunderbar den Dienstplan, ne? Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr. Also wer aus dem Ort kommt, kann ja mal gucken und sich vielleicht mal informieren, wann hier was ist, ne? So, aber ich habe noch was ganz Besonderes gesehen und dazu hört sich jetzt an wie Werbung, ist es aber auch, denn es geht hier um die 99 Funken. Kannst du mal ganz kurz was zu sagen? Ganz genau. Wir haben ein kleines Problem hier bei unserer Kinder- und Jugendfeuerwehr. Wir haben keinen Platz für die Materialien, wir brauchen Hilfe und wir brauchen haben uns überlegt, dass wir eine Garage mit einem zusätzlichen Stellplatz benötigen und einen kleinen Anhänger. Den brauchen wir, um die Materialien wie zum Beispiel Zelte fürs Zeltlager, für die Wettkämpfe, die Ausrüstung von A nach B zu transportieren. Und wir sind auf Spenden angewiesen. Und wir haben hier über die 99 Funken, das ist eine Plattform der Sparkasse Gifhorn Wolfsburg, eine Webseite erstellt. Und diese Webseite... Also 99funken.de/mehrplatz. Und dann ist das euer Bereich. Ganz genau. Okay, aber nur bis zum 5.10. Genau, das ist nur begrenzter Zeitraum bis zum 5.10. Und wenn wir dann die Summe nicht erreicht haben, geht das Geld wieder zurück und dann stehen wir mit nichts da. In welchen Raum geht's denn? Also wie gesagt, den Raum wollen wir ersetzen und da hinten bauen wir eine neue Garage. Sag mal, was ist denn da für ein Raum? Ach du schön. Das ist natürlich die Sache, wenn man Kinder- und Jugendarbeit macht, braucht man natürlich auch ein bisschen Platz, ne? Verstehe ich. Ja, wünsche ich euch natürlich viel Glück bei der Aktion. Also 99 Funken, Slash, und was war das? Mehr Platz? Mehr Platz. Mehr Platz. Ganz okay. Genau. Ja, ich werde da gleich mal raufgucken auf den Link und vielleicht macht ihr es auch. Und lasst mal für die Feuerwehr zumindest mal ein Gefällt mir da in dem Video. Das ist nur für die Röttgensbüttler, für die aktiven Kameraden. Also ich werde da auch gerne nochmal ein Danke und ein Gefällt mir geben, weil ihr super mitgemacht habt. Also nochmal schönen Dank. Ne? Herzlichen Dank, dass du da warst. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.